Hallo und herzlich willkommen, kleine Köstlichen, zu einer Folge, die mal etwas anders ist. Und zwar lesen wir Bewerbungen vor. Mit Rocky und mir. Genau, so sieht's aus, liebe Freunde. Und ich habe mir mal gedacht, Leute, da das ja scheinbar ein bisschen schwierig fällt mit den Bewerbungen, lesen wir euch mal die eine oder andere Bewerbung vor und sagen euch dann, was uns daran gefallen hat und was nicht. Und warum wir sie abgelehnt oder angenommen haben. Das hier sind jetzt alle schon bearbeitete Bewerbungen. Ich werde hoffentlich keinen Namen nennen, ansonsten muss ich den rauspiepen. Und ich werde auch sonst irgendwie versuchen, Erkennungsmerkmale wegzulassen. Das heißt, wenn ihr eure Bewerbung erkennt, dann seid uns nicht böse, wenn sie abgelehnt wurde oder wenn wir irgendwas daran schlecht empfinden, sondern seht es einfach als, wie nennt man das? Als zweite Hilfe, Chance, wie es man es besser zu vermeiden kann. machen. So, und zwar nehme ich mir jetzt einfach mal eine Bewerbung vor. Die ist ziemlich weit oben. Eine der ersten. Jetzt lädt die Seite natürlich nicht. Das läuft ja hervorragend sozusagen. Okay. Also das ist jetzt eine Bewerbung, die haben wir abgelehnt. In dieser Bewerbung steht drin: Ich bin ein riesiger Zap-Fan und liebe es, Minecraft mit anderen zu spielen. Das war's. So. Jetzt kommt dieserjenige hierher und möchte auf diesem Server spielen. Wir haben 50 Plätze. Das ist eine beschränkte Slot-Anzahl. Das heißt, es können maximal 50 Spieler drauf. Wir haben jetzt ungefähr um die 100 angenommen, weil wir davon ausgehen, dass nicht so viele immer gleichzeitig spielen wollen. Und was würdest du zu der Bewerbung sagen, Jenny? Naja, in der Bewerbung sollte man sich selber irgendwie schon so ein bisschen vorstellen und eventuell auch sagen, warum man gerade den Server möchte, und die Aussage, die getätigt wurde, sagt einfach nichts aus. Genau, ich bin ein riesiger Zap-Fan und ich liebe es, Minecraft mit anderen zu spielen. Das soll jetzt nicht abgehoben klingen oder so irgendwas, weil das wurde mir beispielsweise auch schon mal gesagt, dass sich das abgehoben anhört. Aber es soll jetzt nicht sein. Es ist einfach so, ich kann jetzt mal hier durchgucken und gehe Es ist mal einfach. zu einer der nächsten Bewerbungen und da wird uns dann relativ auffallen, dass die relativ gleich sind. Jetzt muss ich nur eine suchen, die auch abgelehnt wurde. Was wolltest du sagen? Es ist einfach so, wenn ich mich nachher für einen Job bewerbe, schreibe ich ja auch nicht rein, weil ich sie total mag und immer schon mal gerne in ihrem Unternehmen arbeiten wollte. Ne, man sollte zumindest schon mal reinschreiben, wer bin ich, eventuell wie alt bin ich, wie bin ich auf den Server gekommen, also durch die Videos oder durch Freunde. Und dann einfach mal kurz in ein, zwei Sätzen schreiben, warum ich denn gerne auf den Server möchte. Genau. Das ist eigentlich genau richtig. Und da bin ich jetzt auch gerade bei der nächsten Bewerbung, nämlich: Ich liebe Willi Jenny. Punkt, Punkt, Punkt. Deswegen würde ich super gerne auf den Server kommen. Ja. Ich finde es ja wunderbar, dass du uns wahnsinnig lieb hast. Also wirklich, das freut uns wahrscheinlich dann immer wieder. Aber ihr könnt auch nicht, wenn ihr jetzt beispielsweise, ihr geht jetzt hin und bewerbt euch bei... Bei wem bewirbt man sich denn? Beim Radiosender eures Vertrauens. Und bewerbt euch da und dann schreibt ihr hin: Alter, ich liebe den Moderator. Und deswegen würde ich gerne da arbeiten. Das geht nicht, Leute. Wir verlangen hier keine hochentwickelten, ausgeklügelten Bewerbungen mit psychologischen Tricks, dass wir auch ja besser darauf antworten und so irgendwas. Das verlangen wir alles überhaupt nicht. Wir wollen halt nur jetzt mal zeigen, dass es oder was wir damit meinen. Genauso wie die nächste Bewerbung, weil ich es einfach cool finde mit den ganzen Ideen, die ihr schon habt und euch einfach mag. Da ist schon wieder drin. Du magst uns, ja schön. Aber das ist mittlerweile schon so oft dagestanden, dass es dich einfach nicht mehr abhebt. Das heißt, den ersten Teil, weil ich es einfach cool finde mit den ganzen Ideen, die ihr schon habt. Das ist was Neues, okay? Das sehe ich ein. Aber dann kommt: Weil ich euch einfach mag. Dann, nee. Da steht weder drin, wer du bist, da steht nicht drin, warum, also nur im entferntesten Sinne warum, weil ein richtiger Grund ist es einfach nicht. Und
deswegen haben wir da erstmal gesagt, okay, du darfst gerne nochmal eine Bewerbung schreiben. Es ist schwierig, das zu erklären so nach außen, weil es ein Thema ist, bei dem man sich am besten nicht verplappern sollte, weil es sonst wieder heißt, voll abgehoben und so. Aber wir wollen euch damit echt nur klar machen, okay, es müsste vielleicht etwas anders geschrieben sein. Mehr soll das nicht sagen. Gut. Gehen wir aber mal zu einer wahnsinnig guten Bewerbung. Und da kann man ruhig mal die Erstellerin loben. Denn da hätten wir beispielsweise die Moonflower 2. Die hat eine Bewerbung geschrieben und ist instant angenommen worden. Und ich lese sie euch jetzt mal vor, das dauert ein Weilchen. Und dann werdet ihr hoffentlich verstehen, warum wir sie direkt angenommen haben, ohne großes Zögern. Also sie hat geschrieben, ich bin 21, heiße Simone und spiele schon seit mehreren Jahren Minecraft. Es macht mir Spaß und ich liebe es, mit anderen zusammenzuspielen. Deswegen möchte ich auf dem Server mitspielen. Ich war schon auf dem ersten Server von Sepp dabei und habe dort viel Spaß gehabt, mit den anderen eine Stadt aufzubauen und mich mit ihnen zu unterhalten. Es war traurig, als der Server eingestellt werden musste und umso mehr freue ich mich, dass es zusammen mit Rockkartoffel einen neuen gibt. Auf Hitbox bin ich als Hanon 2 bekannt und habe durch die Streams von Fabi und Willi einiges gehört und gesehen vom Server. Es sieht fantastisch aus und ich würde sehr gerne dabei sein, um mit anderen Spaß zu haben und wenn es klappt, eine Stadt aufzubauen. Ansonsten kann ich sagen, dass ich freundlich bin und versuchen werde, täglich zu spielen, falls meine Bewerbung angenommen wird. Ich muss dazu sagen, dass ich nicht das größte Bautalent habe, aber ich gebe mir immer Mühe beim Bauen. Das Konzept vom Server mit den eigenen Grundstücken finde ich toll und ich liebe eure beiden Kanäle. Bleibt nur noch zu sagen, hoffentlich habt ihr nicht das Gefühl, dass ich mich einschleimen will, denn das finde ich eklig und sage nur, was ich denke. Gut. Und zum Schluss hat sie uns noch viel Glück auf dem Server gewünscht. Jetzt kann man dazu natürlich sagen, ja gut, sie hat auch geschrieben, ich liebe eure beiden Kanäle. Aber das, was drumherum geschrieben war, war wesentlich abhebender als das andere, was wir eben gelesen haben. Oder wie sagst du das, Jenny? Es ist aussagekräftiger. Es wurde kurz beschrieben, wer sie ist. Sie hat kurz beschrieben, wie sie halt darauf gekommen ist und hat einfach ja einen Eindruck hinterlassen, was sie wirklich dazu bewegt hat, diese ja, Bewerbung zu schreiben. Genau. Weiß ich nicht. Also es war auf jeden Fall extrem, vor allen Dingen, es war die erste Bewerbung, die wirklich länger als eine Zeile war. Oder die meisten Bewerbungen gehen dann so anderthalb Zeilen. Und das ist uns mittlerweile, jetzt wo es wirklich eng wird auf dem Server, eigentlich zu wenig, müssen wir echt sagen. Ja. Und deswegen werden wir jetzt halt auch ein bisschen genauer. Da hatten die Leute, die sich am Anfang beworben haben, halt mehr Glück. Ja. Sollen wir noch eine vorlesen, die gut war? Dann suche ich mal noch eine. Wenn wir. Welche war denn noch gut? Kennst du noch einen Namen? Gerade nicht, nee. Es sind mittlerweile so viele durchgegangen. Da hat man den Überblick so ein bisschen verloren. Ich suche einfach mal ein bisschen. Ich kann mich noch an die Schwester von der Dani erinnern. Jetzt fragt sich halt nur, die hat auch etwas länger. Wie sie hieß. War das diese hier? Nein. Nein, 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 nein. Hier, ich glaube, die hier war es. Ja. Hallo, ich bin Vanessa, die Schwester von Dani Wunderkiss und würde gerne auf dem Community-Server spielen, da ich gerne neue Freundschaften knüpfen möchte und eure Community besser kennenlernen möchte. Über mich, ich bin Vanessa, Nessie, 14 Jahre alt und Zwillingsschwester von Dani. Ich bin eher schüchtern und das Gegenteil von Dani. Mit mir kann man auch sehr viel Spaß haben, aber ich öffne mich nicht auf Anhieb allen Leuten, sondern möchte denjenigen besser kennenlernen. Jedoch denke ich, Dani kann mich da gut integrieren und ich werde viel Spaß mit allen haben, wenn ich denn eine Bestätigung bekomme. Liebe Grüße, Nessie. Bam. Ja. Steht da, hebt sich ab, nehmen wir sofort an, oder? Ja. Ich glaub, bei der haben wir auch instant ja gesagt. Ja, das war eine wunderbare Bewerbung und es hat auch wirklich Spaß gemacht, die zu lesen, vor allen Dingen, weil es halt mal was anderes war. Und genau das ist eure Aufgabe, nämlich euch kurz vorstellen, schreiben, wie ihr überhaupt auf uns gekommen seid, wenn ihr das unbedingt wollt, warum ihr auf dem Server spielen wollt und dass wir ein bisschen wissen, wer ihr seid, dass ihr
cool drauf seid und ja, das war's eigentlich schon, oder? Nehmt euch einfach ein bisschen Zeit für die Bewerbung und schickt es nicht so schnell wie möglich ab, damit ihr, weiß ich, schnellstmöglich auf den Server kommt. Genau. Einfach mal kurz drüber lesen. Versetzt euch mal in unsere Lage. Würdet ihr die Person, also euch selber sozusagen, annehmen, wenn ihr das geschrieben habt? Das muss halt aussagekräftig sein. Vor allem halt auch beinhalten, wer ihr überhaupt seid. Wenn ihr nur reinschreibt, ich mag euch, das ist sehr schön, das freut uns auch, wenn ihr mögt, was wir machen oder uns als Person mögt. Aber es sagt halt aus und begründet halt nicht, warum ihr genau ihr auf diesen Server dürft kommen sollen dürft. Genau, man hätte es nicht besser ausdrücken können, Jenny. Yeah. Ja gut, wie gesagt, Jenny hat da vollkommen recht. Also versucht euch einfach ein kleines bisschen abzuheben. Also nicht abgehoben in dem Sinne von hochnäsig, sondern von der Masse abheben. Und dann sieht man sich mit Sicherheit bald auf dem Server. Bewerben könnt ihr euch unter dem Link in der Videobeschreibung. Einfach mal genauer gucken, da steht fett dabei, hier bewerben. Und ja, das war's dann mit der heutigen Folge. Ich denke, wir haben euch das ein bisschen näher gebracht, wie ihr eure Bewerbung schreiben könnt, wenn ihr das wollt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Das ist schon morgen am Sonntag. Danke fürs Zusehen. Tschüss. Tschüss.